So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales, die Vieh-Chroniken. Ihr habt gerade gesehen, das Vieh hat ihm was gegeben, nämlich die Flasche. Ich habe sie jetzt noch einmal ausgetauscht, denn ich glaube zu wissen, was es ist. Immer noch dieselbe Flüssigkeit. Was soll's? Boah, Apfelsaft, aber vergoren ist gar kein Ausdruck dafür. Ein Wunder, dass er sich noch nicht durchs Glas geätzt hat. Boah. Okay. Ich hoffe, dass es sich durch das Bullauge ätzen kann. Warum hat das vorhin denn nicht geklappt? Dass man das immer erst angucken muss, bevor man da wirklich... Dabei habe ich mir sowas schon gedacht. Die gelbe Flüssigkeit wird nicht umsonst da drin gewesen sein. Und dann werden wir ihn los. Aber sowas von. Der Saft ist schon beinahe Apfelessig. Er sollte selbst gegen diese Verschmutzung helfen. Und schon hat man ein sauberes Fenster. Naja, mehr oder weniger. Wir haben jetzt noch einen Kanister voll Wasser. Da kommen wir erstmal nicht ran. Moin. Vieh, wo bist du? Da. Geh schon mal hier hin. Jetzt ist Nate an der Reihe. Und Nate geht auch zum U-Boot und redet mal mit dem Vieh. Hey, Vieh. Euer Herz, was ist das? Du musst mir helfen, den Maschinisten zu beobachten. Ich will rausbekommen, was der Maschinist vor mir geheim halten will. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Mein Plan ist folgender. Ich klopfe an die Tür. Er versteckt, was immer er verstecken will. Doch während er das tut, schaust du von außen durch das Bullauge. Ich weiß auch, dass das kalt ist. Aber vielleicht hilft uns das, den Maschinisten loszuwerden. Ach nun komm schon. Es geht um Layla und das Herz. Ja, da sagt Fido nicht nein. Ausgezeichnet. Und los geht's. Na dann, go, go, go. Ich hoffe, er guckt auch durchs richtige Bullauge. Moment! Was gibt's? Nichts weiter. Aha. Untersuche die völlig unauffällige Stelle. Hoffentlich hat das Vieh gesehen, wo der Maschinist sein dunkles Geheimnis versteckt. Ich sollte es fragen. Okay. Fragen wir das Vieh. Oh Gott, ihm ist total kalt. Irgendwo tut er mir ja leid. Aber da musst du durch. So wie wir auch. Und, was hast du gesehen? Na nun reiß dich doch mal zusammen. Du hast dickes Fell und alles. Frob? Ich glaube, mir ist gerade eine Schwachstelle in meinem Plan aufgefallen. Ein Kabel? Ein Seil? Ein Rohr? Er hat die Sachen also hinter einem der Rohre versteckt. Na also, war doch ganz einfach. Was immer er versteckt, es ist ihm wichtig und er will nicht, dass jemand davon erfährt. Das könnte mir weiterhelfen. Na dann, rein ins U-Boot. Einmal gucken. Vielleicht sagt er ja jetzt, oh, es tut mir alles so leid. Ich verschwinde hier.
Moment! Ja? Dann wollen wir doch mal sehen. Schmuddelheftchen. Mit Gnomen und Erdwichteln? Kapier ich nicht. Aha, Schmuddelheftchen. Es war nicht einfach, die Heftchen zu finden. Wenn ich sie ihm zurückgebe, sucht er sich nur ein neues Versteck. Heißt, wir sollen damit irgendwas anrichten. Raus hier. Vielleicht sollten wir Mundschutz. Wo sind denn? Schnell weg. Und dann geben wir das mal dem Captain. GGW. Aha. Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der Heftchen ankreiden, würde das bestimmt eine bürokratische Lawine auslösen. Mit Formularen, Berichten, Anhörungen. Vielleicht kann ich das alles irgendwie verkürzen. Aber wie am besten? Indem wir mit Munculus reden? Glaube ich nicht. Obwohl. Ja, ich bin gespannt. Ich mache jedes Mal drei. Ich spreche nur. Ja, wir haben doch was mit ihm zu bereden. Wir wollen das irgendwie verkürzen. Dann geh nochmal hinaus, red nochmal mit ihm. Vielleicht sagt er jetzt noch was. Hallo? Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der... mit Formularen... Hier ist ein Einstieg, aber der ist viel zu... Viel zu klein, ja. Mein Tipp ist... Das gibt's nicht. Jetzt stecke ich wieder fest. Das kann nicht wahr sein. Was soll ich denn mit den Schmuddelheftchen machen? Ab ins Rohr? In Ordnung, ich werfe sie so weit nach hinten, wie es geht. Okay. Die Hefte liegen ganz am anderen Ende des Rohres. Man kommt von hier aus nicht mehr ran. Und jetzt? Entschuldigung. Was ist denn? Da liegen so Hefte im Torpedorohr. Ich kann nicht genau erkennen, was das für welche sind, aber die gehören da doch bestimmt nicht rein, oder? Hefte? Soll ich reinklettern und sie rausholen? Nein, das mache ich selber. Wegtreten! Aber mach bloß nicht die Klappe zu! Die Klappe zu machen? Von mir aus? Nein! Drück bloß nicht den Knopf! Diesen Knopf? Hättest deine Praktikanten halt anständig bezahlen sollen. Geschafft! Endlich! Ach, was für ein befreiendes Gefühl. Gut, jetzt dürfen wir wohl den Hebel drücken. Aha. Gut, jetzt kann Vieh durch die Rohre klettern. Das Rohr scheint durchs Ganze. Ich weiß nicht, was eine... Okay, es wird nicht lange... Ich sehe... Wasser. Juhu. Es wird nicht lange dauern, bis das Fenster wieder von Öl und Ruß verdreckt ist. Aber bis dahin kann man die... Ich sehe... Wasser, Wasser, Wasser. Nimm den Becher Kaffee. Kein Problem. Eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Wofür könnten wir die noch verwenden? Für den Captain? Vielleicht? Ah. Nein.
für ihn nicht, dann eben für den Captain direkt. Und vielleicht kann der Captain uns dann sagen, was wir als nächstes zu tun haben. Denn unsere Aufgabe als Praktikant mit dem Kaffeekochen haben wir ja offensichtlich erfüllt. Vielleicht braucht das Vieh auch Kaffee. Ah, Vieh brauchen Kaffee, um sich aufzuwärmen. Bitteschön, Vieh. Das wird dir gut tun. Alles klar? Wieder einsatzbereit? In Ordnung. Wie geht's weiter? Na, das Vieh wird unten rein. Aber wofür ist die Wasserflasche? Schwupps, weg war er. Da bist du ja. Beeilung, hier rein. Das Rohr führt dich zum Herzen. Hoffe ich zumindest. Ich lenke Munkus ab, du holst das Herz und dann treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Nun, was gibt es? Etwas Schreckliches ist passiert. So, was denn? Der Maschinist ist verschwunden, das Schiff sinkt, Einbrecher versuchen das herzustellen. Die Viecher haben einen unglaublich klugen und auch sehr attraktiven Einbrecher engagiert, um den Kristall zu stehlen. Ich dachte, sie hätten dich engagiert. Außerdem wussten wir das bereits. Also, raus mit der Sprache. Was ist passiert? Der Maschinist ist verschwunden. Das ist bedauerlich. Ich werde ihm meine fliegenden Affen hinterher schicken. War es das? Nein, es ist noch etwas viel Schlimmeres passiert. Und zwar? Das Schiff sinkt. Darauf werde ich nicht einmal antworten. Sonst noch was? Oh ja, ich glaube, so wichtig ist es doch nicht. Vielleicht mache ich auf dich den Eindruck, ich sei nicht ausgelastet und würde gerne ein Schwätzchen mit dir halten? Nein. Vielleicht glaubst du, ich wäre hier, um neue, tolle Freunde zu finden, mit denen ich mich auch mal über völlig unwichtige Dinge unterhalten kann? Ich glaube, ich gehe lieber. Ich glaube, ich lasse dich mit der Kanone abschießen, wenn du noch einmal meine Zeit vergeudest. Wird nicht wieder vorkommen. Wir geben unser Bestes, nie wiederzukommen. Wenn es nach mir geht, werden wir uns niemals wiedersehen, du alte Kaulquappe. Gott, raus hier. Na, das hat doch alles wunderbar geklappt. Ich muss mir nur noch das Herz vom Vieh holen und dann so schnell wie möglich von hier verschwinden. Aber wofür ist die Flasche Wasser? Ach so, wir treffen uns ja da. Vieh, hast du den Kristall? Her damit. Tut mir leid, Kleiner. Ich muss das tun. Oh. Ich, halt die Ohren steif. Ich hätte nie gedacht, dass er das wirklich durchzieht. Komm schon, hey, denk einfach an das viele Gold. Denk an die Freiheit und Sicherheit, die es bedeutet. Der kleine Kerl kommt schon alleine klar. Und außerdem, er würde für dich auch nicht sein Leben riskieren. Nate? Oh, hey, Leela. Wie schön. Du Herz? Also nein, hinter dir, ein dreiköpfiger Pinguin. Natürlich könnte man sagen, dass hinter dir ein dreiköpfiger Pinguin. Eigentlich solltest du dich jetzt umdrehen. Nate Deep?